Und schwuppdiwupp steht Weihnachten vor der Tür. Klingelt an, klopft an, hämmert laut, fällt mit der Tür ins Haus. Heiligabend kann man schlussendlich nicht aufhalten. Der Adventsstress, die Weihnachtsfeier, all das wird zu unserem Alltagschaos. Und in all dieser Zeit ist die Unsicherheit mir so nah. In all dieser Zeit ist der Schrei nach Frieden so unfassbar groß. Wo ist in all dem Ganzen dennoch die Besinnlichkeit? Zwischen all der ganzen Hektik. Was ein Privileg, dass ich hier stehen darf und dass meine Gedanken meine Probleme gerade sind. Und ich merke, wie ich den Fokus der Weihnacht, des Weihnachtszaubers doch verliere. Warum all das ganze Hetzen? Warum all die Fragen, warum all die Hektik, warum all das Geschehen um den doch so heiligen Abend? Die Botschaft sicherlich tief im Herzen, irgendwo darin versteckt. Still und leise, ganz ehrlich, aber nicht präsent in all diesen Tagen. Und dennoch bleibt die Geschichte aktuell. Gott wird Mensch. Damals und auch heute. Kein Stress, keine Veranstaltung, kein Geschenke kaufen, keine Weihnachtsfeier kann an diesen Dingen etwas rütteln, was dort in Bethlehem geschah. Gott wird Mensch, in einem klitzekleinen Baby. Frieden macht sich klein, begegnet mir auf Augenhöhe. Frieden in dieser Zeit. In dieser Zeit, in der die Welt aufgerüttelt und an einigen Stellen aufgerüstet wird. Angst, Trauer und Wut. Ich bin davon überzeugt, das tut uns allen nicht gut. Doch da war doch etwas mit dem Frieden. Ein Versprechen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis ans Ende der Welt. Frieden, der sich klein macht, jedes Jahr aufs Neue. Frieden, der sich klein macht, mich an die Hand nimmt, mich hält, mich durchträgt durch all meiner Zeit, durch all meinen Fragen, meine Leid und meinen Sorgen. Friede hält mich, nimmt mich an die Hand. Dieses Bild berührt mich. Ergreift mich. Gott begegnet mir im Kleinen. Ruhe kehrt ein. Ermutigt mich aufzustehen, laut zu sein, meine Stimme zu erheben und in seinem Wind zu wehen. Worte, die von Leben, Lieben und der lebendigen Hoffnung sprechen. Und sich nicht mit irgendwelchen Waffen aneinander rächen. Ich will ganz bewusst in diesen Tagen einfach mal loslassen, Gott den Ball zu passen, darauf vertrauen, dass es gut wird, mein Herz öffnen und den Frieden selber einladen. Einfach mal loslassen. Gott, hier bin ich, so wie ich bin. Mit all dem, was ich mitbringe, meinen Sorgen und meinen Ängsten, mein Schrei nach Frieden, meiner Frage nach, wo bist du in all dem? Lass mich spüren, wie du dich klein machst, mir auf Augenhöhe begegnest. Hoffnung, Leben und Liebe. Lass mich spüren, besonders in diesen Tagen, wie Licht in diese Welt kommt.